ganz viele SPD, ja, naja. Ich bin Sprecher des Kreisverbandes Braunschweig, der GEW, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Braunschweig. Und als Vertreter des Kreisverbandes bin ich heute auch zur Krankenniederlegung erschienen. Also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften als Pädagogen, wie vermitteln Sie dieses Gedenken an die Schüler und Schülerinnen weiter? Naja, die Aufarbeitung des Holocausts nimmt einen großen Bestandteil des Geschichtsunterrichts ein. Es ist leider immer mehr zurückgefahren worden. Ich sehe das auch bei meiner Tochter. Es wird zugunsten der Hauptfächer, die geschichtlichen Fächer, politischen Fächer werden leider etwas runtergefahren. Finden wir schade, aber der Augenmerk ist ja immer noch unsere Aufgabe, Kinder zur Demokratie zu erziehen und vor allen Dingen auch gegen das Vergessen, gegen Faschismus und dass sich so eine Katastrophe in der Menschheit nie wiederholen darf. Michael Kleber, bin Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes Region Südostniedersachsen mit Sitz in Braunschweig. Sie sind ja heute quasi mit der Arbeiterbewegung des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier vertreten. Wie begehen Sie das Gedenken dieses Schicksalstages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz in Ihrer Gewerkschaft? Wir sind ja der Dachverband und wir waren heute mit zwei Gruppierungen vertreten. Einerseits die DGB-Region Südostniedersachsen und unsere ehrenamtliche Ebene hier in Braunschweig, der DGB-Stadtverband Braunschweig. Also waren sozusagen mehrere Kolleginnen und Kollegen heute hier, die zwei Kränze niedergelegt haben. Das ist eine Tradition, die wir schon seit vielen Jahren machen, um eben an diesen Tag zu gedenken, in diesem Jahr zum 76. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und warum tun wir das? Vor allen Dingen, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass Faschismus, Nationalismus und Rassismus leider in dieser Gesellschaft immer noch vorhanden ist, wie man es auch an einigen Parteien und vor allen Dingen auch Gruppierungen merkt. Es ist also nicht so, dass es von alleine weggeht, sondern man muss aktiv etwas tun. Und das machen wir unter anderem eben mit diesem Gedenken und mit der Kranzniederlegung. Ja, mein Name ist Margot Erdmann, ich bin die Bundestagskandidatin der Grünen Braunschweig. Und wir haben heute pandemiebedingt an der Möglichkeit teilgenommen, einen Kranz niederzulegen. Veranstaltung ging ja nicht. Und für uns als Grüne und auch für mich ist es wichtig, dass Erinnerung eben nicht nur das stille Gedenken bedeutet, sondern auch das aktive Handeln und zu verstehen, dass die Nazi-Verbrechen auch eine Mahnung an uns als Gesellschaft sind, jeden Tag und überall dafür zu sorgen, dass wir in dieser Gesellschaft frei von Gewalt und frei von Angst zusammenleben können und vor allem frei von menschenverachtenden Anfeindungen. Und es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft dafür zu sorgen, dass alle Menschen frei von Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und anderen Formen von Gewalt hier gemeinsam zusammenleben können. Ich bin heute am Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus hier einmal als Privatperson, weil es mir selbst sehr wichtig ist, diesen Tag zu gedenken, aber zweitens auch als Sozialpädagogin der Nibelungen Realschule. Wir haben in Kooperation mit der Gedenkstätte ein Projekt mit Schülern im Wahlpflichtkurs Geschichte durchgeführt zum Thema Spurensucher der Sinti in Braunschweig.
Und mir ist es ganz wichtig, auf diese Gruppe hinzuweisen, die ja auch in Auschwitz am 27.01. dann befreit worden sind. Und es sind ja 500.000, man weiß ja die Zahl nicht genau, aber mindestens ermordet worden. Und diese Gruppe darf auf keinen Fall vergessen werden. Wir sind vom Kreisverband der Sozialistischen Jugend Die Falken heute hier am 27.01. zum Internationalen Gedenktag der Opfer des Holocaust und der Befreiung des KZs Auschwitz. Wir haben einen unserer Schwerpunkte in unserer Arbeit in der Erinnerungs- und Gedenkarbeit. In unserem Verband wird seit Jahrzehnten erinnert und gedacht und wir halten es als eine unserer wichtigsten Verantwortungen, an die Sachen, die passiert sind, das wachzuhalten und immer wieder weiterzugeben und das in unserer Bildungsarbeit zu verankern. Ja, ich bin Ulrike Jakob Prael. Ich war bis zum Sommer in der Selig-Gesamtschule als Schulsozialarbeiterin beschäftigt und in dem Zusammenhang war mir ein besonderes Herzensanliegen, die AG gegen Rechtsextremismus zu aktivieren, zu leiten mit ganz hervorragenden Schülern und Schülerinnen, die sich bereitwillig da engagieren. Und in dem Zusammenhang wollten wir eigentlich am 1. Juli noch in der Sally Perel Gesamtschule eine Lesung mit ihnen veranstalten, anschließend einen Cartoon-Workshop, auf den sich die Schüler und Schülerinnen schon sehr gefreut hatten. Ja, und dann kam Corona, wir haben mehrfach telefoniert, ich habe ihnen mehrfach einen Schock versetzt, dass mal wieder der Termin verschoben wurde. Wir haben es dann im Herbst digital durchführen können. Die Kinder waren begeistert, sie hoffen und waren auch sehr interessiert. Und ich hoffe für die Schüler, dass es auch irgendwann noch die Möglichkeit gibt, dass sie den Cartoon-Workshop durchführen können dort vor Ort, weil ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, Schüler, jüngere Menschen, die doch einfach Schwierigkeiten haben, Dinge, die so weit zurückliegen, zu fassen, nochmal denen die Materie näher zu bringen. Und das haben sie ja mit ihrem Cartoon ganz wunderbar geschafft. Und ich habe heute, so der 27. Januar, normalerweise wären wir mit Schülern hier gewesen, wenn ich noch im Dienst wäre. Mir war es ein besonderes Bedürfnis, einfach angesichts des zunehmenden Rechtsextremismus auch hier in Braunschweig vorbeizukommen. Und ich habe sie zufällig gesehen und durfte reinkommen und freue mich darüber sehr. Und hoffe und wünsche dieser Ausstellung ganz viel Erfolg und im Kampf auch gegen Rechts. Sebastian Wertmüller. Ich spreche heute hier für das Bündnis gegen Rechts, bin aber auch Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi und seit Jahren, Jahrzehnten schon irgendwie verbunden mit diversen Initiativen, Erinnerungsarbeit, Gedenkarbeit, aber auch Widerstand gegen Nazis, alte und neue. Also das Bündnis gegen Rechts beteiligt sich hier am 27. Januar, dem Gedenktag, aber auch an anderen, die hat er sogar selber gestaltet, wie der Gedenktag 8. Mai, seit, inzwischen kann man schon sagen, Jahrzehnten, am 27. Januar im Regelfall in Form einer Kranzniederlegung, weil das eine Veranstaltung ist, die von der Stadt durchgeführt wird, die so ein bisschen Mut auf hat, gemeinsam hier mit der Gedenkstätte. Für mich selber ist es eine längere Geschichte. Kurz nachdem dieser Gedenktag, 27. Januar, öffentlich feierlich beschlossen worden ist oder verkündet worden ist, haben wir in Göttingen angefangen, da eine regelmäßige Reihe daraus zu machen aus Veranstaltungen. Die gibt es heute noch seit 25 Jahren, glaube ich schon. Die beginnt immer zum 9.11. und endet am 27. Januar, manchmal am 30. Januar und versucht eben alle Aspekte von Erinnerungsarbeit mit inhaltlichen, mit kulturellen Veranstaltungen, mit Führungen, mit Exkursionen zu KZ-Gedenkstätten etc. zu füllen. Und der Versuch ist eigentlich so aus meiner Göttinger Zeit, aber ich will es im Braunschweig auch so wahrnehmen, unser Interesse als Bündnis gegen Rechts ist dieses Erinnern und Gedenken
als wichtigen Punkt zu erhalten. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist aber auch in eine Verbindung zu bringen mit der Gesellschaft heute. Also es ist nicht bloß als so ein historisches Ereignis begreifen, wo man einen Kranz vorbeibringt und niederlegt und ein paar Minuten schweigt. Das hat bei uns was ganz viel damit zu tun mit aktiver Arbeit. Mit Jugendarbeit, mit Arbeit in Verbänden und Organisationen, mit Auseinandersetzung mit Antisemitismus heute, mit Rassismus heute. Wir machen da keine Gedankengleichsetzungen, das wäre Blödsinn, also das wird uns nicht passieren. Aber wir wollen, dass der Bezugsbogen immer wieder hergestellt wird. Und den kann man ziehen über nicht bloß Erinnerung an die Zeit 1945, an die Verbrechen des Nationalsozialismus, sondern auch auf die Aufarbeitung des Verdrängen, der es auch Täter gab und nicht bloß Opfer, an die völlig gescheiterte Wiederbewältigung der Geschichte, an das Verschweigen dessen, dass Hunderttausende, Millionen von Deutschen die Verbrechen eigentlich letztlich mitorganisiert haben, manche willentlich, manche unwillentlich, aber gemacht haben. Sie haben sich dagegen gewehrt. Und das ist so der Kontext, in dem wir auch den 27. Januar sehen, unsere Erinnerung an den 9.11., den Jahrestag der Reichspogromnacht nach und eben als positiven Bezugspunkt 8. Mai als Jahrestag der Befreiung. Das sind so die historischen Fixpunkte, an denen das Bündnis gegen Rechts sich auch an historischen Daten erinnert. Vielen Dank. Hallo, wir haben jetzt zwei Besucher hier zum Gedenktag und zwar von der Werdejugend. Könnt ihr euch mal vorstellen? Ja, ich bin Johannes. Ich bin Marissa. Ja, und die Arbeiterbewegung, also Junggewerkschaftler sozusagen, was hat euch bewegt, heute herzukommen? Also ich finde, Antisemitismus ist halt immer noch ein totales Thema in unserer Gesellschaft. Vor allem in letzter Zeit ist es wieder extrem schlimmer geworden in meinen Augen. Wir haben erst Samstag hier in Braunschweig gesehen, die Demonstration der Partei Die Rechte, die auch extrem antisemitische Reden gehalten hat, die wir mithören mussten. Also Erinnerungskultur und Antifaschismus ist meiner Meinung nach noch die oberste Bürgerpflicht sozusagen. Und wie kommt das bei euren Altersgenossen an, bei der Jugend sozusagen? Genau. Diese Erinnerungsarbeit, jetzt ist ja das Zeitalter, die Ära der Zeitzeugen geht zu Ende. Es müssen andere Formen der Erinnerungskultur gefunden werden. Wie wird das Thema weiter transportiert? Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, war das immer ein sehr ausgelutschtes Thema. Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Wandel drin. Einfach weil aktuell einfach auch, wie vorhin Johannes schon gesagt hat, immer mehr Übergriffe halt auch stattfinden oder Demonstrationen oder halt eben auch Gewalttaten. Und gibt es bei euch in der Gewerkschaft da auch spezielle Programme oder in der sich dann auch andere Mitglieder beteiligen in Sachen Erinnerungskultur? Ich meine, es gab letztes Jahr was in Magdeburg. Ich bin mir jetzt allerdings nicht mehr ganz genau sicher, weil wir haben auf jeden Fall in der Bündnisarbeit einen Teil, der damit arbeitet. Oder andernfalls haben wir auch Kontakte zu anderen Bündnissen, die ebenfalls Arbeit leisten und die man dann mal besucht. Ja, vielen Dank. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke für das Statement.